Hallo und herzlich willkommen. Ich bin euer Mr. Venom 1974. Herzlich willkommen zurück, sag ich mal einfach. Weil für mich ist jetzt ein paar Minuten gerade vergangen. Ich habe einfach nur etwas ausprobiert und ich hoffe, das klappt jetzt auch gleich wieder. Ich wollte euch aber trotzdem was zeigen. Ihr seht, jetzt haben wir 32%. Ja, wahnsinnig viel ist das nicht. Es gibt tatsächlich ein Trigger-Event und jetzt muss ich mal gucken, ob ich... Ich habe jetzt einfach nochmal reingeladen, ich habe ein bisschen rumgesucht und ich bin dann einfach nochmal in die Küche gehen wollen. Ich hoffe, das Event triggert jetzt. Wenn nicht, dann seht ihr das jetzt nicht, sondern dann, ihr wisst schon. Dann sehen wir uns halt nochmal. So, herzlich willkommen zu Folge 3. Ich höre jemanden. Da gehe ich besser nicht rein. Okay. Habe ich gerade irgendwas gemacht, was ich nicht machen sollte? Da steht... Ja, das weiß ich. Da steht... Was habe ich denn gerade gemacht, was da irgendwie weiter passiert ist? Irgendwas fehlt. Irgendwas fehlt. Ich überlege jetzt nochmal, was ich gemacht habe und was ich nicht gemacht habe. So. Ich gehe jetzt mal durch. Das habe ich gemacht, das habe ich gemacht, das habe ich mir angeguckt. Tja. Das habe ich auch gemacht. Das Haus sieht... Das Haus... Ah! Da ist er. Das war wahrscheinlich das, was fehlte. Weil das habe ich nämlich gerade auf jeden Fall nämlich nochmal gemacht. Zentrum zur Erforschung von Wahrnehmungsanomalien. Und ich habe das gestern Abend noch für eine gute Idee gehalten. Naja, gut. Da muss jeder mal durch. Oder wie jeder, der jetzt mal einfach 20.000 Mal neu klickt. Jetzt bin ich mal gespannt, ob es triggert. Ja! Uh-oh. Tut es. Ah, da bist du ja. Ich wollte gerade nach oben gehen und nachsehen, ob du schon wach bist. Oh, hallo. Du wolltest dich doch wohl nicht davon stehlen, oder? Ich? Uh-uh. Gut, dann komm erst mal zum Frühstücken. Es gibt Ei, Müsli, Toast und Speck. Wäre doch eine Schande, wenn das Essen kalt wird. Boah, echt? Ich meine, danke. Gott, ich bin am Verhungern. Wenn Sie noch nicht misstrauisch geworden sind, macht eine halbe Stunde mehr oder weniger den Braten auch nicht fett. Sam, ich sag jetzt mal etwas, was vielleicht jetzt dir ein bisschen komisch vorkommt, aber du steckst mit beiden Beinen mitten in der Geschichte. Du kommst da nicht mehr so einfach raus. Und sind wir mal ganz ehrlich, irgendwann gewinnt auch die Neugier. So, jetzt kommen wir in die Küche. Lass es dir schmecken, meine Liebe. Nur keine Scheu. Das riecht einfach fantastisch. Ich wusste nicht, wie du die Eier magst. Deswegen habe ich sie so gekocht, wie ich sie am liebsten esse. Aber ab morgen kann ich sie so zubereiten, wie sie dir am besten schmecken. Ich bin nicht wählerisch. Ach, ist doch kinderleicht, egal wie man sie kocht. Und außerdem sage ich immer, dass man ein gutes Frühstück für den Start in den Tag braucht. Oh mein Gott, das sind die besten Eier, die ich jemals gegessen habe. Seine Herrschaft mag sie immer ganz frisch. Alle paar Tage werden wir von einem Bauern beliefert. Du scheinst ja ganz schön hungrig zu sein. Was setzen Sie dir denn drüben in Oxford vor? Oxford? Das Übliche. Außerdem habe ich in meinem ganzen Leben noch nie jemanden gesehen, der so verkühlt, nass und müde war wie du gestern Abend. Ich hoffe doch, du bist den ganzen Weg hierher nicht zu Fuß gelaufen. Gleich am Ende der Straße ist eine Bushaltestelle. Sind nicht mehr als 20 Meter. Der Bus fährt direkt nach Oxford Zentrum. Wow. Freust du dich etwa immer noch über die Eier?
Nein, es ist nur, ich kann mein Glück gar nicht fassen. Bevor du gehst, wirf bitte einen Blick auf die Anweisungen, die seine Herrschaft für dich an der Kellertür befestigt hat. Seine Herrschaft? Oh, ich meine natürlich Dr. Stiles. Er arbeitet heute Morgen unten im Labor und will nicht gestört werden. Du hast sicher die eine oder andere Frage. Sei nicht schüchtern und frag einfach drauf los, Samantha. Nennen Sie mich doch Sam. Aber ist ja komisch. Ich kann mich gar nicht daran erinnern, Ihnen gestern Abend meinen Namen gesagt zu haben. Ich habe das Schildchen an deinem Rucksack gesehen, als ich deine Wäsche gewaschen habe. Du solltest besser deine Oxforder Adresse angeben. Falls du deinen Rucksack verlierst, bringt es dir nichts, wenn er zurück nach Amerika geschickt wird, oder? Ich bin übrigens Mrs. Dalton. Das habe ich dir zwar gestern schon gesagt, aber ich vermute, da hast du schon halb geschlafen. So, Quizzeit. Wer wohnt hier alles? Dieses große Haus muss dir wie ein alter, verlassener Ort vorkommen. Manchmal bin ich mir dessen gar nicht bewusst. Nur seine Herrschaft und ich leben hier. Nur zwei Leute? In diesem riesigen alten Haus? Er ist nicht gerne in Gesellschaft. Hör mal, er ist manchmal schwierig. Das will ich nicht abstreiten. Aber egal, was du in der Universität aufgeschnappt hast, glaub es nicht. Ich bitte dich nur darum, dir selbst eine Meinung zu bilden. Wenn du das tust und keine schwachen Nerven hast, wird es keine Probleme geben. In Ordnung. Und das Wichtigste, erwähne unter keinen Umständen den Unfall. Eigentlich wüsste ich, was ich jetzt fragen würde, aber das darf ich scheinbar nicht. Komm, machen wir weiter. Forschungszentrum Wahrnehmungsanomalien. Let's go. Ich habe das Schild an der Tür gesehen. Zentrum zur Erforschung von Wahrnehmungsanomalien. Was genau bedeutet das? Das Zentrum war Dr. Stiles Idee. Er hat es mit seinem Freund Dr. Hellborn ins Leben gerufen. Wie aufgeregt sie waren. Sie hatten viel zu tun. Zumindest am Anfang. Dann ist jedoch etwas vorgefallen und nun ja, er hat das Zentrum geschlossen. Aber was genau sind denn diese Wahrnehmungsanomalien? Hat man dir denn in der Universität gar nichts erzählt? Dr. Stiles hat sich mit Patienten beschäftigt, die einen Schlaganfall, Gehirnverletzungen oder dergleichen erlitten hatten. Er hat immer gesagt, dass diese Fälle ihm mehr Aufschluss über die Gehirnfunktionen geben würden als gesunde Patienten. Ist er jetzt pensioniert? So könnte man es nennen, ja. Er hat seit Jahren keine Patienten mehr gehabt. Wie weit ist London von hier weg? London? 1,5 Stunden, würde ich sagen. Egal, ob mit dem Zug oder mit dem Auto. Auch wenn ich bei dem Verkehr dort niemals selbst fahren würde. Nicht für 1 Million Pfund. Gut zu wissen. Nicht zu weit weg und glücklicherweise dennoch weit genug, so sagt man hier. Wissen Sie, bevor ich nach Oxford gekommen bin, hätte ich nicht im Traum daran gedacht, dass es hier in der Gegend so abgelegene Landstriche gibt. Oh ja, hier ist es ziemlich ländlich. Gott sei Dank. Wie lange braucht der Bus nach Oxford Zentrum? Etwa 30 Minuten. Er hält auf dieser Linie ziemlich oft. Wenn wir schon dabei sind, auf welchem College bist du eigentlich? Ich glaube, der Studentendienst erwähnte St. Edmund Hall. Oder bringe ich da jetzt etwas durcheinander? Stimmt schon. Ich bin auf dem College St. Edmund Hall. Soll ja ein ziemlich schönes College sein. Ja, schon. Ja, mein Oxford-Wissen ist nicht wirklich groß. Ich weiß nicht, ob das realistisch ist, keine Ahnung. Aber man sollte immer bei solchen Sachen ganz defensiv sein. Aber gut, was bleibt uns auch anders übrig, ne? Ich habe das Gemälde über der Treppe gesehen. Eine hübsche Frau. Ist das die Tochter von Dr. Stiles? Wenn du in diesem Haus zurechtkommen willst, solltest du diese Art von Fragen nicht stellen. Niemals. Geht klar. Tut mir leid. Ja, wenn das nicht irgendein unauffälliger Hinweis war. Unfall. Nicht sprechen auf Person. Was genau hat die Assistentin von Dr. Stiles eigentlich zu tun? Also aus ihrer Sicht, meine ich. Wir hatten noch nie eine. Man hat ja doch sicher beim Studentendienst Genaueres gesagt. Hauptsächlich geht es um den lästigen Papierkram. Akten einsortieren, arbeiten am Computer. Solche Sachen eben. Es wird nicht so viel Zeit beanspruchen, dass du dein Studium vernachlässigen müsstest. Ich habe den Leuten beim Studentendienst gesagt, dass es nicht unbedingt eine Medizinstudentin sein muss. Er lässt sowieso niemanden an seine Arbeit ran. Ich nehme an, Medizin ist nicht dein Steckenpferd, oder? Hat mich das Tattoo verraten? Nichts für ungut. Was studierst du denn? Englische Literatur.
Da, das klingt doch gut. Ich wollte dich noch fragen, ob du das Zimmer weiterhin benutzen möchtest oder ob du in der Universität schläfst. Das Zimmer? Das Zimmer, das du letzte Nacht hattest. Du kannst es jederzeit haben. Es steht ja sonst sowieso leer. Klingt verlockend. Essen kannst du auch hier. Falls du mal spät dran bist, stelle ich dir das Essen einfach in den Kühlschrank. Ich bin mir sicher, dass eine junge Frau wie du weiß, wie man eine Mikrowelle bedient. Klar. Man hat es mir an der Universität zwar gesagt, aber ich weiß nicht, ob ich es noch richtig im Kopf habe. Wie sieht es neben dem Zimmer und der Verpflegung nochmal mit der Bezahlung aus? Ach, sowas. Du hast wohl wegen gestern Abend Fieber bekommen. Ich dachte immer, die Bezahlung sei den Studenten das Wichtigste. Das stimmt. Aber ich habe mich nach einer ganzen Reihe von Jobs umgesehen. Und es kann gut sein, dass ich da etwas durcheinandergebracht habe. 50 Pfund. Ah, richtig. So hatte ich es auch in Erinnerung. Danke. Gut, jetzt würde mich natürlich interessieren, 50 Pfund am Tag, 50 Pfund pro Stunde, 50 Pfund im Monat, 50 Pfund im Jahr. Aber gut, ihr wisst ja. Ich bin nur ein geldgeiler YouTuber. So, was haben wir denn hier? Das können wir uns denn da angucken. Das ist mal gar nichts. Das ist grundsätzlich wenig. Okay. Da draußen ist es ein bisschen ungemütlich. Finde ich nicht, wenn ich mir die Fenster angucke. So, Ofen, Pinnwand ist klar. Warum sollte ich mir das Geschirr angucken? Für gerade mal 2 Personen ist die Küche ja ziemlich gut ausgestattet. Hier müssen irgendwann mal viel mehr Leute gewohnt haben. Das hast du ja auch schon im Speisesaal gesehen. Dieser alte Kamin wurde mit moderner Technik versehen. Coole Sache. Sie macht einen sehr netten Eindruck, aber man kann nie wissen. Naja, du hast im Augenblick allerdings keine Alternative. Das muss man leider auch wissen. Oktober. Der Kalender ist völlig veraltet. Die Visitenkarte eines Psychologen. Eine Nummer, die man immer griffbereit haben sollte. Schließlich kann man nie wissen, wann bei einem mal die Sicherungen durchbrennen. Du bist aber optimistisch. Polizeipräsidium Oxford. Beruhigend zu wissen. So, mehr haben wir hier nicht. Okay. Das haben wir ab. Können wir uns jetzt die Nachricht schnappen? Wahrscheinlich schon. Weil jetzt ist sie ja wohl scharf darauf, Assistentin zu sein. Gucken wir das doch mal an. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Mein Motto. Wenn du dir einen Gegenstand genauer ansehen möchtest, kannst du auf näher heranzoomen. Bewege den Gegenstand mit gedrückter rechter Maustaste und zoome dann mit dem Mausrad hinein oder heraus. Das kriege ich, glaube ich, hin. Kann ich noch weiter zoomen? Ah. Okay, das ist ein bisschen zu viel Zoom. An meine neue Patientin vermutlich. An meine neue Assistentin wahrscheinlich, ne? An die neue Person. Da bist du ja, boah, ein höflicher Knallkopf. Könnt ihr ja schon mal einen Graphologen fragen, was das wohl, heißt so. Wenn ich mir so ein bisschen so die Züge der Schrift angucke. Sie müssen heute nur eine einzige Sache erledigen. Nennen Sie es von mir aus einen Test. Wenn es Ihnen nicht gelingen sollte, können Sie Ihre Sachen packen und heute Abend wieder auf den Campus zurückkehren. Ich habe ein Experiment geplant, aber trotz einiger Aushänge in der Stadt haben sich bisher keine verlorenen Schafe gemeldet. Finden Sie 6 Studenten für mich, die heute Abend freiwillig mitmachen. Geben Sie Mrs. Dalton Ihre Mobilfunknummer. Dr. Stiles. Okay. Das ist ja super. Okay. Ja. Dann gib mir mal Telefon oder sowas.
Genau, Handy, passt doch. Ich habe ein Problem. Dr. Stiles will, dass ich Ihnen meine Handynummer gebe. Aber ich habe gar kein Handy. Ach, nimm meins. Normalerweise ruft sowieso nur meine Schwester an. Und sie ist gerade im Urlaub. Wirklich? Danke. Ich hatte zwar eins, aber das hat mir doch tatsächlich ein Eichhörnchen weggeschnappt. Echt übel. Das können ganz schöne Quälgeister sein, nicht wahr? So, jetzt habe ich auch ein Telefon. Was kann ich denn mit dem Telefon machen? Ah, okay. Hier kann ich selber anrufen. Gut, dann würde ich sagen, ist hier eine gute Gelegenheit. Dann setzen wir hier einen Cut. Und dann vermute ich mal, dass wir jetzt wahrscheinlich zum ersten Mal auch das Anwesen verlassen können, weil jetzt haben wir ja eine Aufgabe, dass wir uns Studenten suchen müssen. Dann fangen wir uns mal Probanden, nein. Ihr wisst schon, was ich meine. Ich bin euer Mr. Venom 1974. Wenn ihr Spaß hattet, ihr wisst, was ihr tun könnt. Und dann sehen wir uns in Folge 4 bei Grim Matter wieder. Bis gleich!